Einen wunderschönen guten Tag zu einem neuen Archetype-Video. Und heute mischen wir zwei Sachen, die sehr, sehr cool sind. Und zwar Dinosaurier und Chemie. Und ich weiß, es klingt natürlich erstmal weird, aber ich möchte heute mal ein bisschen meinen Bildungsauftrag erfüllen und mit euch einfach mal eure Chemiestunden ein bisschen nachholen. Denn es gibt heute den, ich weiß nicht, sagt man Wasserdrachen-Archetype? Sagt man O-Verbindungs-Archetype? Also, ich glaube, ich werde in den Titel einfach Chemie-Archetype. Chemie kann ich nicht schreiben. Es gibt auch die Chemie-Ritter, ne? Ich glaube, wir nennen es einfach den Wasserdrachen-Archetype. Okay, wir nennen es jetzt einfach mal für den Zweck des Videos Wasserdrachen-Archetype. Aber hier geht es halt sehr viel um Chemie. Das sind Karten, die unter anderem Best schon im Anime gespielt hat. Und ich dachte mir, die sind cool. Die machen wir jetzt. Ich habe Bock da drauf. Deswegen fangen wir an mit der ersten Karte. Und das ist einmal Hydrogeddon. Hydrogeddon kam am 16.11.2005 in Elemental Energy raus und war damals auch nur eine Common. Was interessant ist, denn lustigerweise zur damaligen Zeit, als die Karte rauskam, wurde die tatsächlich in Decks gespielt. Denn der Effekt der Karte sagt, wenn diese Karte ein Monster deines Gegners durch Kampf zerstört und auf den Friedhof legt, du kannst einen Hydrogeddon als Spezialbeschwörung von deinem Deck beschwören. Und für damalige Zeit schon ein 1-6er Beatstick war an sich noch okay. Der war tatsächlich an sich noch okay. Vor allem, weil er halt auch noch einen zweiten direkt rausgeholt hat aus dem Deck, mit dem man dann eben auch angreifen konnte. Und dementsprechend war Hydrogeddon tatsächlich, also der Wasserdrachen-Archetype selbst niemals, ne? Der war wirklich absolut niemals irgendwie groß oder sowas. Aber Hydrogeddon hat es tatsächlich mal geschafft, in ein paar Metadecks drin zu sein. Und das fand ich definitiv cool. Und vor allem, ich mag es halt einfach, Hydrogeddon steht halt für Wasserstoff. Denn wir sind in der Chemie und wir wollen jetzt Wasser machen. Wassers chemischer Name ist H2O, was bedeutet, man braucht zwei Teile H und ein Teil O. Das bedeutet, wir merken uns, wir brauchen für gleich einfach zwei Teile Hydrogeddon. Weiter geht's aber jetzt mit der nächsten Karte, die ebenfalls in Elemental Energy rauskam, und das ist Oxygeddon. By the way, ich habe diese Karte als Kind geliebt, weil nicht nur, dass es ein 1,8er Beatstick ist, es hat auch wieder ein Dino und es ist ein Flugsaurier. Steffen hat halt alles, was er will, ne? So, mit folgendem Effekt: Falls diese Karte durch Kampf mit einem Pyromonster zerstört wird und auf den Friedhof gelegt wird, jeder Spieler erhält 800 Schaden. Effekt ist relativ irrelevant, denn, Wayne, halt einfach Wayne. Aber Oxygeddon, wie der Name schon sagt, kommt von Oxygen oder Oxygen, was halt Sauerstoff ist. Das heißt, wir haben jetzt zwei Teile Hydrogeddon, ein Teil Oxygeddon. Und können, wenn wir die alle zusammenpacken, nämlich mit zwei Hydrogeddons und einem Oxygeddon, kriegen wir den Wasserdrachen. Denn zwei Teile Wasserstoff, ein Teil Sauerstoff, tada, wir haben Wasser. Und das ist der Wasserdrache. Der kann nicht als, der kam übrigens, by the way, auch in Elemental Energy noch raus, ne, als Super Rare und Ultimate Rare. Mit folgendem Effekt: Kann nicht als Normalbeschwörung beschworen oder gesetzt werden, muss mit H2O-Verbindung als Spezialbeschwörung beschworen werden. Die ATK von Feuermonstern und Pyromonstern auf dem Spielfeld werden zu Null, wenn diese Karte zerstört und auf den Friedhof gelegt wird. Du kannst zwei Hydrogeddon und ein Oxygeddon in deinen Friedhof fällen, beschwöre sie als Spezialbeschwörung. Erstmal, Wasserdrache ist eine Seeschlange. So, das ist ein Wasserdrache. Das komplette Themendeck basiert darauf, dass man Chemie durchspielt und Wasser macht. Warum ist er kein Aqua-Type? Oder zumindest halt ein Drache, weil er Wasserdrache heißt. Also, weiß nicht, Seeschlange habe ich da tatsächlich am wenigsten gesehen, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich meine, ich finde es cool, wenn auch der Typ Seeschlange tatsächlich ein bisschen mehr, ja, Liebe bekommt. Aber ich sehe Seeschlange einfach gar nicht. Das Ding ist nur, im Intro von GX sieht man ja einmal Bastion mit Wasserdrache. Und dann ist da noch so quasi ein Feuerdrache. Und das komplette Themendeck vom Wasserdrachen bezieht sich quasi als Konter gegen Feuer- oder Pyromonster. Wir haben diesen Feuer- oder Pyro-Drachen allerdings nie bekommen. Und wann war mal ein Feuerdeck wirklich groß so in der Meta? Ich meine, natürlich, wir haben Salamangreat. Ich glaube, Infernoble Knights waren auch mal ein bisschen Feuer. Aber ich glaube, Pyro war nie wirklich groß. Wenn ich gerade mal richtig nachdenke. Dementsprechend, ja, aber es ist halt sehr, ihr müsst halt sehr viel. Ich meine, ihr braucht vier Karten, um Wasser da herauszukriegen. Ihr braucht zwei Hydrogeddons und einen Oxygeddon. Und die müsst ihr halt auch noch mit einer Zauberkarte quasi wegtributen, nur damit ihr Wasser da herbekommt. Und ich meine, immerhin, wenn er zerstört wird, aber er muss halt auch zerstört werden und auf den Friedhof gelegt wird, kannst du alle drei vom Friedhof wieder specialen, was halt nett sein kann. Allerdings, wie gesagt, muss er halt zerstört werden und dann halt auch auf den Friedhof gelegt werden. Das heißt, wenn er nicht zerstört wird oder wenn er einfach nur gebanished wird zum Beispiel, dann könnt ihr den Effekt gar nicht triggern. Und nur so viel Aufwand nur dafür, dass eben
Feuermonster und Pyromonster auf dem Spielfeld keine Angriffspunkte mehr haben. Und es ist ja vor allem alle. Das heißt, wenn er selbst da irgendwie noch welche mitspielt, dann funktioniert das auch nicht mehr. Das ist ein bisschen schade. Aber ich muss trotzdem sagen, die Karte, die ist wunderhübsch. Ich finde, die Karte ist richtig, richtig schön. Wir kommen jetzt aber zur nächsten und das ist H2O-Verbindung, was quasi die Fusionskarte für das Themendeck ist. Mit folgendem Effekt: Biete 2 Hydro-Geldern und ein Aloxen-Geldern als Tribut an. Beschwöre einen Wasserdrache als Spezialbeschwörung von deiner Hand, deinem Deck oder deinem Friedhof. Wir sehen schon, da ist einfach ein, wie heißen diese Gläser in der Chemie nochmal? Mir fällt es gerade nicht mehr ein, wo man halt die Sachen einfach mischt. Aber hier wird quasi jetzt einfach Wasser hergestellt. Und ja, ich finde es erstmal cool, dass der Hand, Deck oder Friedhof sagt. Das heißt, ihr könnt halt Wasserdrache irgendwann nochmal für Kosten irgendwas abwerfen. Und können ihn vom Friedhof quasi wieder beschwören. Aber das war es halt leider auch wieder. Und das große Problem ist, dass man halt alle 4 Karten, die aus Elemental Energy kamen, da ist halt nichts searchbar. Ihr habt höchstens ein bisschen Dino-Support oder sowas und das war's. Ich finde es übrigens auch interessant, dass Hydro-Geldern und Oxy-Geldern einfach Dino sind und Wasser da halt in so einer Seeschlange wird. Das ist auch wunderbar. Aber das war erstmal tatsächlich für eine Weile der, ja, einzige Support, den die Karten je bekommen haben. Und dann hat es tatsächlich 12 Jahre gedauert, bis wir in Legendary Duelist neue Karten bekommen haben. Und hier haben wir Duotherion. Der ist auch wieder ein Dino, ein Stufe 5er diesmal sogar mit 2000 Angriffspunkten. Jetzt haben wir was Neues. Mit folgendem Effekt: Du kannst diese Karte abwerfen, füge deiner Hand eine O-Verbindung, Zauber oder Falle von deinem Deck hinzu. Jetzt haben wir endlich eine Möglichkeit, tatsächlich auch H2O-Verbindung zu searchen, was halt gut ist, weil dann kriegt man es immer ein bisschen konstanter raus. Falls diese Karte als Normal- oder Spezialbeschwörung beschworen wird, du kannst einen Hydro-Geldern, Oxy-Geldern oder Duotherion in deinem Friedhof wählen. Beschwöre ihn oder es als Spezialbeschwörung. Du kannst jeden Effekt von Duotherion nur einmal pro Spiel zu verwenden. Was natürlich ein bisschen schade ist, ist, dass er ein 5er ist. So hätte man ihm nicht weniger Angriffspunkte geben können und ihn eventuell nicht Stufe 5 machen können. Aber ich bin mir relativ sicher, dass das Ganze auch wahrscheinlich irgendeinen chemischen Hintergrund hat. Denn Duotherion wird nämlich mit gleich, was man noch zu kommen werden, zu was anderem. Und das ist nämlich ganz cool tatsächlich, denn Duotherion wird nachher als Ersatz quasi, nenne ich es einfach mal, ein bisschen benutzt, da kommen wir gleich zu. Aber an sich muss ich sagen, ich finde es schön, wenn so alte Themendecks, die niemals irgendwie gespielt wurden, so ein bisschen mehr Support bekommen. Und damit hat man jetzt halt eine Search-Karte. Nämlich auch der Wasserdrache hat einen Retrain bekommen. Und das ist Wasserdrachenschwarm. Kam ebenfalls in Legendary Duelist raus und hat folgenden Effekt: Kann nicht als Normalbeschwörung beschworen und gesetzt werden, muss durch den Effekt einer O-Verbindung, Zauber oder Falle als Spezialbeschwörung beschworen werden. Falls diese Karte als Spezialbeschwörung beschworen wird, du kannst diesen Effekt aktivieren. Die Effekte von Effektmonstern, die dein Gegner derzeit kontrolliert, können für den Rest des Spielzugs nicht aktiviert werden. Zusätzlich ändere ihre ATK bis zum Ende des Spielzugs zu 0. Und das ist tatsächlich ziemlich gut, weil jetzt bezieht sich das halt nicht mehr auf Feuer- und Pyromonster, sondern einfach auf alle Monster vom Gegner. Und das ist halt definitiv nötig, vor allem zu der Zeit, es war 2017. Und einfach die Effekte von allen auf dem Spielfeld noch zu annullieren, ist halt cool. Es wäre schön gewesen, wenn man der Karte noch so gesagt hätte, von wegen, dein Gegner kann darauf keine Effekte von den Monstern aktivieren. Aber ja. Und dann hat der Wasserdrachenschwarm, der einfach auf dem Bild quasi 2 Wasserdrachen hat. Im Englischen ist der auch Wasserdrache Cluster. Den Effekt: Du kannst diese Karte als Tribut anbieten per Quick-Effekt. Beschwöre 2 Wasserdrache als Spezialbeschwörung von deiner Hand und oder deinem Deck in die Verteidigungsposition, ungeachtet ihrer Beschwörungsbedingungen. Schön, dass der unbeachtet der Beschwörungsbedingungen sagt, weil damit kann man die halt auch rausholen. Das Ding ist nur, warum Verteidigungsmodus? Hätte man nicht zum Beispiel mit dem einfach angreifen können, dann seinen Effekt aktivieren, um dann 2 weitere Wasserdrachen zu holen? Weil der Sinn ist doch eigentlich, man holt Wasserdrache Schwarm, aktiviert seinen Effekt, um alle Effekte vom Gegner quasi zu negieren, rennt mit Wasserdrache Schwarm in Monster rein, nach dem Kampf per Quick-Effekt tributet man ihn weg, beschwört 2 weitere Wasserdrachen aufs Feld und hat wieder 2 2-8er Beatsticks, um eben 2 weitere Monster vom Gegner zu beschwören. Aber nein, die müssen in Death gespecialt werden. Und das Ding ist, die haben ja nicht mehr krasse Effekte. Die setzen einfach nur Pyro- und Feuermonster dann halt auf 0. Und das ist ein bisschen schade, weil ich eigentlich sagen muss, dass das ein ziemlich cooles Ding wäre. Aber nee, da hat man leider ein bisschen verkackt. Ist super, super schade. Das Ding ist nämlich, wir kommen jetzt gleich noch zur Zauberkarte, mit der man Wasserdrachenschwarm quasi holt. Und das ist D2O-Verbindung. Das D steht übrigens für Duotherion, nur dass ihr schon mal wisst. Denn wir nehmen jetzt nicht H2O, sondern D2O. Und damit ihr kurz ein, ja,
einen Überblick habt, D2O ist schweres Wasser. Das heißt so quasi einfach schweres Wasser. Und deswegen brauchen wir hierfür, für den folgenden Effekt, biete 2 Deuterion und 1 Oxygen in deiner Hand und oder deine Spielfeldseite als Tribut an, beschwöre einen Wasserdrache oder Wasserdrachenschwarm als Spezialbeschwörung von deiner Hand, deinem Deck oder deinem Friedhof. Dies wird als Spezialbeschwörung durch den Effekt von H2O-Verbindung behandelt. Ist natürlich wichtig, dass es reingeschrieben wird, denn offensichtlich kann Wasserdrache nur durch H2O-Verbindungen gerufen werden. Und jetzt, dass es das halt sagt, ist auch besser. Das heißt, man spielt keine H2O-Verbindung mehr, man spielt einfach direkt nur D2O-Verbindung. Falls Wasserdrache oder Wasserdrachenschwarm vom Spielfeld auf deinen Friedhof gelegt wird, solange sich diese Karte in deinem Friedhof befindet, füge dieser Karte deine Hand hinzu. Du kannst diesen Effekt von D2O-Verbindung nur einmal pro Spielzug verwenden. Was halt nett ist, weil sobald man jetzt Wasserdrachenschwarm einfach auf den Friedhof legt für seinen Effekt, kann man die Karte halt straight wieder auf die Hand nehmen und den kann man dann natürlich auch wieder später beschwören, was halt ganz nett sein kann auf jeden Fall. Und ja, ich finde es wie gesagt erstmal cool, dass wir jetzt halt quasi auch schweres Wasser haben und einfach Wasserdrachencluster damit schweres Wasser ist. Finde ich cool, mit Deuterion auch. Und es ist einfach schön, dass die Karte sich halt selbst auch ein bisschen recyceln kann. Die kam übrigens ja auch in Legendary Duelist. Wir haben eine weitere Karte, die aber noch in Legendary Duelist rauskam. Und das ist DHO-Verbindung. Richtig, DHO. Und das steht jetzt halt für in der Theorie Deuterion, Hydrogeddon, Oxygeddon. Mit folgendem Effekt. Mische ein Deuterion, ein Hydrogeddon und ein Oxygeddon von deiner Hand und oder deinem Friedhof ins Deck. Beschwöre einen Wasserdrachenschwarm als Spezialbeschwörung von deiner Hand und, oder deinem Friedhof. Du kannst diese Karte von deinem Friedhof verbannen. Füge deiner Hand einen Wasserdrache oder Wasserdrachenschwarm von deinem Deck oder Friedhof hinzu. Und es ist mal wieder schön, dass wir eine Karte haben, die kein Once per Turn hat, weil heutzutage gefühlt alles einfach ein Once per Turn hat. Hiermit könnt ihr jetzt quasi als Falle einfach alle 3 einmal vom Friedhof ins Deck mischen und einen Wasserdrachenschwarm direkt von Hand oder Friedhof special. Leider nicht aus dem Deck. Aus dem Deck wäre das tatsächlich nochmal ein bisschen cooler, aber das war leider nicht drin. Aber auf jeden Fall haben wir hier jetzt auch noch die restliche Chemie quasi noch mit reingehauen und haben halt auch noch eine Falle, um den Wasserdrachenschwarm im gegnerischen Turn zu holen, der ja als Effekt hatte, quasi wenn er beschworen wird, dass er dann eventuell die Effekte von gegnerischen Monstern negieren kann, was halt passt, weil dann hat man auch tatsächlich eine Interruption für den Gegner-Turn. Wir kommen jetzt aber schon zur letzten Karte und das ist einmal aus der Speed Duel GX mit Turn-Paradox-Form am 6.10.2022, also auch schon wieder 5 Jahre nach dem letzten Support. Chemie in Bewegung ist einfach nur eine Skill-Karte mit folgendem Effekt. Einmal pro Spielzug kannst du eine Zählmarke auf diese Karte legen, dann führe den entsprechenden Effekt aus, abhängig von der Anzahl der Zählmarken auf der Karte. Wenn ihr einen habt, wirf einen Dinosauriermonster ab, dann füge deine Hand einen Dinosauriermonster mit einer unterschiedlichen Eigenschaft von deinem Deck hinzu. Das Ding ist ja, Hydrogeddon ist Wasser, Oxygeddon ist Wind und ich meine, Deuterion ist halt auch wieder Wasser. Aber so habt ihr halt die Möglichkeit, eventuell Hydrogeddon abzuwerfen und könnt euch halt ein Oxygeddon searchen oder ihr spielt halt noch mehr verschiedene Dinos, die auch Erde sind oftmals oder so, um dann halt einen anderen zu searchen. Mit 2 könnt ihr, beschwöre einen Wind- oder Wasser-Dinosaurier-Monster als Normalbeschwörung von deiner Hand. Ein extra Normal ist immer schön, so kriegt ihr halt quasi einen Hydrogeddon oder einen Oxygeddon mit aufs Feld. Bei 3, die Namen aller Wasser-Dinosaurier-Monster, die du derzeit kontrollierst, werden bis zum Ende des Spielzugs zu Hydrogeddon und dann füge deine Hand eine H2O-Verbindung von deinem Deck oder Friedhof hinzu. Und das ist cool. Das bedeutet, wenn ihr Wasser-Dino-Monster habt, zum Beispiel auch Deuterion, dann werden die einfach für den Rest des Spielzugs zu Hydrogeddon, was halt bedeutet, ihr könnt dann mit H2O-Verbindung einfach Wasserdrache rufen. Ich finde das cool. Ich find das tatsächlich wirklich cool. Dann mit 4, entferne alle Zählmarken von dieser Karte, dann ändere die Eigenschaftstypen aller offenen Monster, die ein Gegner derzeit kontrolliert, bis zum Ende des Spielzugs zu Feuer-Pyro. Was natürlich heißt, dass für den Turn die gegnerischen Monster halt keine Angriffspunkte haben, was auch nett sein kann. Ich hätte es cooler gefunden, wenn die Karte auch straight dann die Effekte der Monster negieren würde. Das wäre nämlich auch nochmal ein bisschen cool, aber das war leider halt auch nicht drin. Vielleicht wäre es ein bisschen zu OP geworden, vor allem weil, das halt eine Skillkarte ist und man immer Zugriff auf die hat. Aber ja, damit waren wir quasi schon jetzt wieder am Ende. Das war der Wasserdrachen-Archetype, der O-Verbindungs-Archetype. Man kann ihn in der Theorie auch den Chemie-Archetype nennen, aber wir haben halt noch, wie gesagt, weitere Chemie-Archetypes. Ich mag den Archetype sehr. Es wäre cool, wenn da irgendwann nochmal weiteren Support rauskommt oder wenn Hydrogeddon und Oxygeddon vielleicht Retrains bekommen würden, die halt dann im Kartentext haben, so während die Karte, keine Ahnung, auf dem Spielfeld oder am Friedhof ist, wird der Name zu Hydrogeddon, wie man es ja von Cyberdrachen oder Harpyn oder sowas kennen. Das wäre auf jeden Fall cool. Würde ich sehr feiern. Und Wasserdrache, Schwarm, nett.
aber vielleicht braucht der Wasserdrache nochmal einen gescheiten Retrain. Und ja, vielleicht kommt das ja irgendwann mal gucken. Ich meine, an sich ist auch das ja, glaube ich, ein recht bekannter, den kennen viele. Vor allem warten wir jetzt einfach auf den Feuer- oder Pyro-Drachen. Dementsprechend lasst gerne eine positive Wertung da, lasst gerne ein Abo da, falls ihr es noch nicht da gelassen habt. Und man sieht sich hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.